Warum gucken wir Filme aus Amerika, aus England? Warum schauen wir und rezipieren wir Inhalte aus den Vereinigten Staaten und immer weniger aus Deutschland? Was ist passiert, was eine völlige Umwälzung des kreativen Marktes in Europa, aber auch speziell in Deutschland? Bitte. Einer hat ja Weltkrieg. Welcher? Der Zweite. Richtig. Der Zweite Weltkrieg führte dazu, dass große Teile der Kreativwirtschaft zum einen entweder im Holocaust Menschen ermordet wurden oder Leute auswandern mussten, nach Amerika unter anderem. Und viele Dinge, die vor dem Zweiten Weltkrieg passiert sind, hatten durchaus international konkurrenzfähigen Anspruch. Was waren die Nazis doch für Verrückte, so wertvolle Bürger umgebracht zu haben. Instrumenteller kann Denken nicht sein. Literatur, die mit dem Holocaust zu tun hat, vor 1933. Mein erstes Beispiel. Ich glaube, klug es ist, wenn Sie sich gegen drei schreckliche, fehlerhafte und gemeine Gedanken, die in Deutschland sehr präsent sind, wendet. Erstens, sie muss sich wenden gegen die kitschige, berechnende Behauptung, eigentlich habe es doch mal wunderbare Zeiten der deutsch-jüdischen Symbiose gegeben. Gibt es doch so viel ermutigende Beispiele. Wir kennen doch so viele Juden, die so viel zur deutschen Kultur beigetragen haben. So ganz langsam wird jeder zweite Jude dann mindestens Nobelpreisträger, wohnt im Westend in Berlin, hat eine Villa, ist sehr klug gebildet, ist ein Theatermann, ist ein Physiker, ist ein Psychologe. Und die gemeine Appendix oder Anschluss, der daran dann laut wird, lautet so ungefähr: Was waren die Nazis doch für Verrückte, so wertvolle Bürger umgebracht zu haben. Instrumenteller kann Denken nicht sein. Diese deutsch-jüdische Symbiose gab es nicht. Es war immer etwas angelegt, wovon man nicht ahnen konnte, dass es im Holocaust endet. Aber was immer den Gedanken nahelegte, noch drei Umdrehungen in der Modernisierungsschraube weiter und dann vergessen wir mal alle, wo wir herkommen, war nicht. Zweitens, die Behauptung der Schönheiten des Lebens in jüdischer Armut oder in Städten Osteuropas. Das ist natürlich eher ein Gebiet, auf dem eher lebenstechnisch assimilierte, der moderne verpflichtete Juden in Lebenskrisen ziemlich schreckliche Sachen zu Papier gebracht haben. Und zwar ansonsten von mir verehrte Autoren. Ich denke an so einen schlechten Text wie Arnold Zweig, das ostjüdische Antlitz. Nee, so war es dann nicht. So war es dann nicht. So schön, so idyllisch in der Familie, so religiös erhaben und über materielle Interessen stehend. Nein, man hing im Dreck. Man hing da im Dreck und wollte weg, wollte in die USA. Und man durfte die Veranstalter der religiösen Schulen und die Rabbiner hassen. Man wollte da weg. Und drittens, damit einhergehend die Literatur, die über diese Romantisierung so etwas wie eine Latenz zur jüdischen der Schilderung jüdischer Konfliktfreiheit beinhaltet. Drei Literaturempfehlungen, die wir inszeniert haben, habe ich zu diesen drei Komplexen. Erstens das wunderbare Buch
Alexander Granach, da geht ein Mensch. Alexander Granach war einer der berühmtesten Schauspieler der 20er Jahre, hat große Filme gemacht, war sozusagen der Star auf Piscators Bühne. Wie der kommt aus der Gegend, aus einer dörflich-kleinstädtischen Gegend, in der Gegend, die heute in der Ukraine liegt, in der Gegend von Lemberg, wie man damals sagte, und schildert, wie niederdrückend die Verhältnisse waren, in denen er als jüdischer Heranwachs, als Kind und jugendlicher Proletarier gelebt hat. Sowas muss man wissen, um dieser Romantisierung des Judentums als Nobelpreisträger entgegentreten zu können. Und auch um zu verstehen, dass man auch Menschen ihr ganzes leidenschaftliches Wollen raubt, wenn man das in irgendeiner idyllischen Farbe malt. Die Autoren, die haben so ein Amt gemacht, die Fetzen flogen zu der zweitgrößten Stadt der Welt, in der mal Juden die relative Mehrheit hatten. Das ist Czernowitz, früher mal habsburgisch, dann rumänisch, heute Ukraine. Um einen Begriff zu vermitteln über die erbitterten Kämpfe, literarisch ausgefochten, über die unterschiedlichen jüdischen Optionen im Angesicht des rumänischen Antisemitismus. Es gab Kommunisten, Bundisten, Zionisten, modern westliche, Habsburg-romantische, traditionelle Orthodoxe. Und wenn man denen die Leidenschaft ihrer Auseinandersetzung nimmt, im Bewusstsein, dass alles, worüber sie so leidenschaftlich gestritten haben, durch den Holocaust negative Aufhebung erfahren hat, also in gewisser Weise egal geworden ist. In gewisser Weise egal geworden ist. Wenn man ihnen die Leidenschaft dieser Kämpfe nimmt, dann macht man die Leute sozusagen intellektuell ein zweites Mal tot. Sammy Gronemann, Tohu wa Bohu. Es ist eigentlich ein Tendenzroman. Die Quintessenz ist, tretet der zionistischen Bewegung bei. Das Schlusskapitel ist ziemlich furchtbar. Alle sind Zionisten und im Zug zum Kongress nach Basel und haben sich noch nie so gut gefühlt und alles ziemlich furchtbar. Aber die Großartigkeit dieses Romans, und ich versuche ja immer was zu sagen, ich sage ja, als theoretische Position könnt ihr das in jedem klugen Aufsatz lesen, der davon handelt. Aber als Transformation dieser gesellschaftlichen Verhältnisse in Literatur sind hier einige Beispiele drin, die sind überwältigend zum Thema macht euch nichts vor, Assimilation klappt nicht. Klappt nicht. Es gibt eine Szene, wo der hoch angesehene Landgerichtsdirektor Lehnsen, Berlin, 1912, der mal Levinson hieß und im kaiserlichen Edikt, man kann sich nicht nur taufen lassen, sondern auch den Namen ändern lassen, gehorcht hat, um endlich anzukommen. In eine wahnsinnige Panik gerät, weil ihn ein jüdischer Bettelbrief von einem Bettelbriefschreiber, einem armen Migrant aus Litauen, glaube ich, erreicht. Und wo nur durch die Ankunft dieses Briefes alle sonstige Hierarchie der bürgerlichen Welt außer Kraft gesetzt ist. Lehnsen, früher Levinson, hat Angst, dass seine Köchin auf dem Briefumschlag entdeckt, dass er mal Levinson hieß. Die arische Köchin triumphiert gegen alle sonstige gesellschaftliche Hierarchie über den, der sonst in der gesellschaftlichen Hierarchie 50 Stufen über ihr steht. Es
gibt eine zweite Szene, die spielt auch im Gericht, wo der Gerichtsdiener sich immer wieder die Freude macht, so zu tun, als sei ihm die Namensumbenennung noch nicht zu Ohren gekommen und die höchsten Tiere des Gerichts immer mit ihren jüdischen Namen ausruft. Und wo subalterne Richter mit jüdischen Rechtsanwälten, die mal Kahn hießen und jetzt Zahl oder Zank, Verwechslungskomödien aufführen, wo der ganze Gerichtssaal sich vor Lachen biegt, weil der Richter so tut, als hätte er das alles nicht begriffen und sagt, Sie sind doch Herr oder was soll ich jetzt hier eintragen? Sind Sie nun Herr oder hat das Mandat gewechselt? Wo ebenfalls die gesellschaftliche Hierarchie durch die Verunmöglichung der Assimilation außer Kraft gesetzt wird. Satire vor 33, selbstverständlich, leicht, begeisternd. Das nächste Problem kommt später. So ein Ilja Ehrenburg zu lesen, Das bewegte Leben des Lasse Kreutzschwanz, Schelmroman, Mitte der 20er Jahre, Ehrenburg noch nicht der Staatsschriftsteller der Sowjetunion, jüdischer Schneider, der in die Mühlen der frühstalinistischen Bürokratie gerät in der Sowjetunion, denunziert wird, abhauen muss, nach Polen kommt, dort in die Hände der polnischen Antisemiten gerät, abhauen muss. Nach Deutschland kommt, dort in die Hände der UFA-Filmindustrie kommt, die endlich mal den feurig jüdischen Blick in der Großeinstellung haben wollen und furchtbar unter die Räder kommt. Nach Frankreich abhauen muss und dort in russischen Exilkreisen, die zaristisch, antisemitisch und antikommunistisch sind, gerät, abhauen muss. Nach Israel kommt und kein Bauer werden will, auch nicht glücklich wird und schließlich beerdigt wird. Großer Schelmroman. Satire, ohne die Ahnung vom Holocaust, der jüdische Schelmroman, die jüdische Lust, die Lust der großen jüdischen Autoren vor 33, den Unkonventionellen, den Gesetzesbrecher, den Außenseiter zu schildern, auch in seinen Psychomacken, auch in der Notwendigkeit, Jude sein heißt zwangsläufig neurotisch sein. Das ist kein jüdisches Gen, sondern Schuld der Umwelt. Groß. Isaac Babel, Isaac Bashevis, natürlich heute Josef Roth oder später Josef Roth. Das ist leicht entschlüsselbare, großartige, selbstironische Satire. Zweitens, was macht man über die Zeit 33 bis 45? Literatur, die davon handelt, wie niederträchtig das ist. Menschen, die vom Tode bedroht, kaputt gemacht sind, einer nie zu erwartenden Extremsituation ausgesetzt, damit zu kommen, dass sie doch nun aber wenigstens noch gute Menschen sein sollen, gehört zu den niederträchtigsten Geisteshaltungen bis heute in Deutschland. Das Buch von Edgar Hilsenrath, das wir mal inszeniert haben, Nacht, hat 60 Verleger nicht gefunden. Mit dem Argument, in diesem Buch kämen die Juden zu schlecht weg. Das ist ein wahnsinniger Vorwand. Der Roman schildert das Krepieren von Juden in Transnistrien, in diesen sogenannten Geisterstädten. Ich glaube, Modelovsk-Podolsk heißt die Stadt, in der das spielt. Und er schildert die zwangsläufige,
die absolut zwangsläufige Verrohung der Opfer dieser unmenschlichen Tortur. Er schreibt, was für eine Freude es ist, wenn jemand in so einer barackenartigen Ruine krepiert, weil für den nächsten ein überdachter Schlafplatz frei wird. Er schreibt, wie man sich umbringt für ein Laib Brot. Es beschreibt, wie man selber unter größter Lebensgefahr den Fluss durchquert, weil man weiß, auf der anderen Seite liegt eine Leiche mit 2 Goldzähnen. Die muss ich finden. Und die muss ich irgendwie rauskriegen, diese Zähne. Und vieles mehr. Und ich glaube, dieses heute noch oft anzutreffende Argument, gerade die Juden hätten doch lernen müssen, oder manchmal auch so in dieser Transformation, also gerade in Israel wird man ja wohl wissen müssen, was Unterdrückung heißt, ist eigentlich nur eine Prolongierung dieser 60 Absagen an Edgar Hilsenrath, diesen Roman Nacht zu veröffentlichen. Ich glaube, diesen Roman an sich ranlassen, und ich hoffe, unsere Inszenierung war ganz gut, das ermöglicht einen den Blick auf die mangelnde Qualität anderer bemühter Romane sehr. Ich gebe ein Stichwort, das ihr vielleicht viele von euch kennen werdet. Und ich bitte euch, wenn ich sowas sage, das nicht als Schroffheit gegen die Menschen, die so etwas gemacht haben, zu werten. Nackt unter Wölfen ist ein schlechter Roman. Nackt unter Wölfen ist ein schlechter Roman, weil da nur vorbildliche Menschen rumlaufen, die den Widerstand im KZ organisieren, die Kommunisten sind. Es ist alles viel schlimmer, als Nackt unter Wölfen sich hier zur Aufgabe gestellt hat, es zu schildern. Die Frage, die ebenso gemeine Frage, bezogen auf die Zeit von 33 bis 45 lautet ja häufig so in dieser Pose, das wollte ich schon immer mal fragen, warum haben die Juden eigentlich keinen Widerstand geleistet? Warum haben die sich eigentlich so zur Schlachtbank führen lassen? Wir wissen mit Arno Lustiger und anderen, die Frage ist falsch, es gab genug Partisanen und so weiter, das meine ich nicht. Sondern gute Literatur kann die Frage nur umdrehen. Warum haben die Arier eigentlich zugelassen, dass das alles so leicht geschehen konnte? Und eine der großen literarischen Arbeiten zu dieser richtigen Fragestellung, warum war der Widerstand eigentlich so schwach, ist für mich der großartige Roman, auch wenn er in Österreich spielt, von Jura Seufer. So starb eine Partei. Versucht hier mit literarischen Mitteln rauszuarbeiten, warum entgegen allen Mythos vom roten Berlin, vom roten Wien, von der Kampfkraft der Wiener Arbeiterklasse, vom Karl-Marx-Hof, von den bewaffneten Schutzeinheiten und sowas, im Grunde kaum einer was gemacht hat, als erst die Austrofaschisten und dann die Deutschen kamen. Wie kann eine Partei so bürokratisieren, so kleingartenmäßig werden, so viel Lust an Sitzungswesen und Ähnlichem entwickeln, dass dann, wenn es darauf ankommt, etwas zu leisten, dieses nicht geschieht. Drittes Thema. 33 bis 45. Was mich sehr interessiert, sind literarische Erhellungen zum Thema Lebenslust versus antifaschistische Pflicht. Das schmäht nicht die Menschen, denen es selbstverständlich war, in Widerstand zu gehen. Und es schmäht auch nicht so Lieder mit komischen Refrains, wo die Selbstverständlichkeit geradezu Programm ist, so. Auf zum Kampf sind wir geboren. Gut, aber es gibt eine Anzahl, die dachte, auch vom Leben wollte ich eigentlich ein bisschen mehr als zum Kampf geboren sein. Und ich kenne 2 Arbeiten, die wir gemacht haben, die
das als ernste Fragestellung an sich hören lassen. Das eine ist der aus meiner Sicht sehr starke und einfühlsame Roman von Klaus Mann, Flucht in den Norden. Na klar, aus Gründen, die wir wissen, ist es eine Liebesgeschichte, die nicht unter Schwulen spielt. Aber sonst ist also eine Frau, die nach Skandinavien geht und eine große, wirklich große, schöne und überwältigende Liebe dort findet und auch die Natur und das dort Schwimmen und sowas, alles großartig. Und ganz selten mal kommt ein Brief, dass man doch verabredet sei in Paris, um etwas zur Befreiung. Es erschließt sich nicht ganz zur Befreiung eines in Deutschland inhaftierten Antifaschisten zu unternehmen. Und es ist mit großem Ernst geschildert, dass es nicht ganz so einfach ist zu sagen, der Kampf ruft, ich komme. Sondern dass es immer eins der großen Probleme bleibt, dass man, weil man ja nur einmal lebt mutmaßlich, jedenfalls setzt sich dieser Gedanke mehr und mehr durch, dass man ein bisschen mehr haben wollte noch. Und dieses Flucht in den Norden, wenn man das zusammenliest mit Klaus Manns Wendepunkt und ein bisschen mitkriegt, wie dieser wunderbare Klaus Mann eigentlich so viel vorhatte, zwischen Weltreise, sexuellen Abenteuern und guten Gebrauch von Rauschgiften aller Art und dann sich doch veranlasst sieht, die antifaschistische Zeitung zu machen, Paris, die berühmte, oder später in die US Army einzutreten, und der Typ ist alles andere als ein Soldat, so viel kann ich euch sagen. Wenn man das zusammen mit Flucht aus den Norden liest, wir haben das als Parallellesung inszeniert, glaube ich wiederum, man kann etwas lesen, was einem ein Sachbuch nicht einfach mitteilt. Und noch größer geradezu für mich das literarische Beispiel schlechthin ist dieses Wie heiße Bastians Tagebücher. Was ist das Besondere daran? Wie heiße Bastian ist ein junger Mann, literarisches Wunderkind in Rumänien, ist Jude, möchte nicht unbedingt, dass jeder weiß, dass er Jude ist, deswegen der Name Sebastian, er ist mit dem Nachnamen Hechter geboren und bei dem Nachnamen Hechter weiß jeder Bescheid. Und guckt, wie alle lebenslustigen, modernen, avantgardistischen Rumänen aus der Großstadt sehnsüchtig nach Paris. Man merkt richtig, und manchmal ist man fast ein bisschen gerührt davon, wie begeistert er von André Gide ist, wie begeistert er von der Idee ist, man muss ein Tagebuch schreiben, das zur Veröffentlichung vorgesehen ist, das einen selbst entblößt, das einen selbst antiheldisch macht, das die Peinlichkeiten der Existenz schonungslos darstellt. Also bei Mihai Sebastian geht es eigentlich immer so, und er schämt sich das nicht zu sagen, obwohl er sich dafür ganz bestimmt richtig toll schämt, dass seine Freundin immer bildschön ist, wenn sie ihm mal 2 Monate treu ist, und sowas von hässlich, wenn sie 9 hat. Also solche Geschichten. Oder auch seine Theatersehnsucht nach Theatererfolgen. Sein Ringen mit dem Kunstwerk, mit den Theatersachen. Und dann kommt der rumänische Antisemitismus. Und dann werden plötzlich Freunde von ihm Mitglieder der Eisernen Garde. Und dann kämpft dieser Typ dazu, darum das Private und das Politische doch zu trennen. Doch weil sie geistreiche Leute sind, wenigstens mit ihnen noch die ein oder andere Party feiern zu können. Doch wenn eine Frau schön ist, sie schön zu finden, und wenn sie Antisemitin ist, trotzdem das Bett zu teilen. Und es geht immer weniger, von Jahr zu Jahr. Und es wird natürlich existenziell, das wissen wir. Aber dieser Mensch hat an seinem literarischen Tagebuch nachträglich kein Wort geändert. Und es ist eigentlich ein Dokument von: Ich will nicht fremdbestimmt sein. Ich will nicht von morgens bis abends über den rumänischen Antisemitismus nachdenken. Ich will Theatermann sein, ich will lebenslustig sein, ich will so gut schreiben können wie André Gide oder wie er idealisiert.
Und trotzdem bricht etwas ins ganze Leben rein, das nachher die Dominanz besitzt, das völlig klar ist. Wie soll man sich noch dafür interessieren können, ob man mal ein guter Skifahrer oder etwas oder ein guter Charmeur war? Wie soll man, wenn man nicht weiß, ob man die nächsten Monate überlebt? Dazu hätte ich nachher auch noch mal 2-3 Minuten. Ich finde, eine der ganz großen Szenen in diesen monumentalen 1000 Seiten, wo es schon um Leben und Tod geht, und er sich noch ein allerletztes Mal mit vielen Tricks entschließt, in ein Konzert zu gehen. Er hat so ein paar besonders gute Beziehungen, weil er mal so ein Star in der Literaturszene war. Und er sieht jetzt mit seinen Augen und wissend, dass davor gestern gerade einige tausend Juden in der Bukowina umgekommen sind. Ein Konzert, ich glaube, Bach, Brahms, Berthold, Brahms. Ja, also so ein Konzert, und er kann letztlich keinen Genuss mehr dran empfinden, möchte aber eigentlich für sich immer behalten, dass es ums Leben geht. Nächste Fragestellung. Hereinbrechen des Unvorstellbaren, Eingeständnis, dass jedes Wort, das sagt, das will ich jetzt mal begreifen, anmaßend ist. Ich glaube, diese antiheldische Hilflosigkeit, das Überwältigtsein, das Verwirrende, das gestern doch noch alles so nicht möglich schien, ist ein Feld, wo die Literatur dem Sachbuch mit am ausdrücklichsten überlegen ist, wenn ich das sagen darf. Ach, ich habe das jetzt so oft gesagt, ich möchte sagen, dass ich bei ganz großen Essays, auch oft politischen Essays, oft das Gefühl habe, dass ich ein Kunstwerk lese. Und ich will also die Mauer nicht so undurchdringlich machen, wie es jetzt klingen könnte, aber ich will sagen, wo ist hier dieses sozusagen, was eine Art ziellose Angst ist, das kann man ja bei Kafka lernen. Dieses, es ist egal, wie ich mich verhalte, dieses Überwältigtsein von dem Unentrinnbaren, das kann, glaube ich, Literatur manchmal besser fassen als Sachbuch. Entschuldigt, wenn ich den Gegensatz wieder zu schroff gemacht habe. Eine der großen davon ist für mich die ja fast völlig vergessene Weser Canetti, die Ehefrau von Elias, die so viel besser schreiben konnte als ihr Nobelpreis behängter Gatte, wie man das gar nicht ausdrücken kann. Dieser Roman, Die Schildkröten, spielt zwischen Frühjahr und Winter 38, Wien, also vor und direkt nach dem Anschluss, Zeit der Reichspogromnacht. Das ist hier sowohl das Hereinbrechen des Nicht-Denkbaren, aber auch in einer unparteiisch liebevollen Weise alle aktuellen Geisteshaltungen der Juden geschildert. Also diese ohnmächtige Angst und Handlungsunfähigkeit, die Protagonistin Eva befällt. Dieser Rückzug in die Welt von Büchern und Intellektualität, das Nicht-Wissen-Wollen, was außerhalb der Studierstube stattfindet, in der Figur Andreas. Diese törichte Hoffnung, wenn man doch listig ist, witzig und frech, wird man doch diese tumpen Nazis übertölpeln können. Dieser furchtbare Irrtum, verkörpert in der Protagonistin Hilde, die uns so viel beibringen kann, glaube ich, in ihrem Übermut, der so schrecklich scheitert. Diese Sehnsucht, die Nazis nicht ernst zu nehmen, indem man sie als Tölpel schildert, hat ja viele gute engagierte Kunst auch beschädigt. Es ist auch nicht von mir das Beispiel, aber ich sage es,
dass in dem Chaplin-Film Der große Diktator das jüdische Mädchen die Nazis dann mit der Bratpfanne hauen darf und die alle wie Maikäfer auf den Rücken fallen. Das ist einfach unangemessen. Das ist ein Makel in diesem Film. Wenn mit der Bratpfanne ein SS-Mann gehauen hat, war die nächste halbe Stunde später tot, mutmaßlich. Dann diese Geisteshaltung, Flucht ist für mich undenkbar. Ich gehöre doch hierher. Was belästigt ich hier mich mit dem Gedanken abzuhauen? Verkörpert in der Figur Werner und dann dieses natürlich auch existierende religiöse Gottvertrauen oder Vorsehungsergebenheit. Mein Leben ist ohnehin in Gottes Hand. Herr Feltenbaum. Ein zweites Beispiel für dieses Überwältigtsein vom Reinbrechen, wo gestern doch die Welt noch in Ordnung schien. Und ja, ebenso intellektuell inspirierend und berührend ist für mich, was wir mal gemerkt haben, Na Jedinev von Kevin Vennemann, Polen, Frühsommer 41. Zwei Mädchenschwestern konnten sich in so ein Baumhaus flüchten und müssen beobachten, wie deutsche Soldaten und polnische Bauern ihren Weiler zerstören. Vor wenigen Tagen noch war scheinbar friedlich harmonisches Zusammenleben assimilierter Juden mit ihren polnisch-katholischen Nachbarn. Oder war die Behauptung dieses friedlichen Zusammenlebens nur Lüge, Selbstbetrug und nur, war nicht immer Gerüchte im Schwange, dass der jüdische Tierarzt sich was beiseite schafft, indem er Tiere notschlachtet, die eigentlich gar nicht krank sind? War eine Latenz da, die jedenfalls einen Teil erklärbar macht, wieso in dem Moment, wo die zivilisatorischen Barrieren gefallen sind und die deutsche Wehrmacht, die da ist, ja das Pogrom befördert, anstiftet, militärisch deckt, nur Ausbruch sucht. Im Baumhaus versteckt sein, beobachten, wie alles, in dem man gelebt hat, gerade abgebrannt wird und eigentlich keine Empfindung mehr haben können. Eigentlich geradezu filmisch registrieren, jetzt machen sie also kaputt, was bisher unser Leben ausgemacht hat. Welchen Wert soll für die der kleine Schrank, auf dem doch immer das Foto von Tante sowieso stand, haben? Sehr gutes Stück Literatur. Vierter Aspekt, 33 bis 45, Widerstand. Immer noch möchte ich so etwas verteidigen wie die Zeit der Gemeinsamkeit von Stefan Hermelin, Gegenstand, Aufstand im Warschauer Ghetto, sehr klar rausgearbeitet. Unsere Protagonisten sind Menschen, die nur noch die Wahl haben, darüber zu entscheiden, wie sie zu Tode kommen. Ein letzter Akt der Würde besteht darin, oder der, wie soll man sagen, das letzte Rudiment von Selbstbestimmtheit besteht darin, ob man bewaffnet kämpfend sterben wird, oder so erschossen oder ins Gas geschickt. Und wenn man sehr streng ist, würde man vielleicht bei Stefan Hermelin eine Anspielung entdecken an den so fehlerhaften Gedanken, ihr seid nicht umsonst gestorben. Und das letzte Fünftel des Romans schwebt in geschichtsmetaphysische Sachen ab, wo den Menschen Trost ist, dass sie nicht umsonst gestorben sind. Und ich hatte vorhin ja gesagt, wie grundfalsch ich diese These finde. Aber ich habe vorhin hoffentlich auch gesagt, dass ich glaube, dass engagierte Literatur oder auch Tendenzkunst immer wieder stellenweise so gut ist, dass sie über die Postulate oder Ansprüche oder Zielsetzungen des Autors hinauswächst. Ich hatte vorhin gesagt, Satire bis 33, großartig. Und ich sage an dieser Stelle nochmal, wir sollen einen milden Blick haben
auf alle schriftstellerische Tätigkeit, die nachbetrachtend geradezu antisemitisch wirken könnte bis 33, wenn sie ab 33 verstummt. Ich sage das mit Blick auf solche von mir ja so geschätzten Autoren wie Karl Kraus. Man kann heute eine Krone für Israel nicht mehr so lesen wie im Jahre 1920 oder wann er das geschrieben hat. Krone ist die Kronenzeitung und gleichzeitig die Münze. Und man kann vielleicht auch die letzten Tage der Menschheit, die ja großartig sind in den Passagen, wo es die Überbetonung gibt, dass die Presse, was empirisch stimmt, dass die Presse in Österreich und Wien in jüdischer Hand ist, nicht mehr so unbefangen lesen. Aber wenn man etwas über Karl Kraus sagen muss, ab 1933 hört all sein satirisch kraftvoller Spott auf jüdische Bourgeoisie, auf jüdisches Habsburgertum und auch sein Hass auf jüdischen Karrierismus auf. Ich glaube, dasselbe kann man zur Verteidigung Tucholskys sagen. Natürlich ist es sehr leicht, Sachen bei Tucholsky zu finden, die man heute einfach nicht mehr aufführen würde. Man ist erschrocken. Also wenn ich die pur vortragen würde, würdet ihr sagen, oh, das ist aber ein hartes Beispiel für jüdischen Selbsthass hier. Boah, das hört ja gar nicht auf, aber es hört auf, 33. Ob ab 33 und nach 33 Satire über Nationalsozialismus möglich war, halte ich bis heute für eine der kompliziertesten Fragen überhaupt. Natürlich sucht und liest man bei beleseneren Leuten und studiert Doktorarbeiten und so weiter, um das zu suchen. Es bleibt dabei, der großartigste, der eigentlich unumstrittene, den atemverschlagende Versuch ist der Nazi und der Friseur von Edgar Hilsenrath. Das Konstrukt der Geschichte ist so irrsinnig, dass man sich immer wieder bei dem Gedanken ertappt, darf der das? Und sogar bei dem tröstenden Gedanken, bei dem irrsinnigen Gedanken, ja darf, es ist ja Jude. Ja, ich habe so einen Blödsinn gedacht dabei, weil ich teilweise nicht wusste, ob man das darf. Der Plot ist klar, es sind zwei Kinder wachsen auf, einer ist arisch, einer ist Jude. Sind Kinder, Freunde, dann geht der eine zur SS und der andere wird in den Gaskammern umgebracht. 1945 hat der SS-Mann die gute Idee, am besten kommt man zukünftig durch die Welt, wenn man behauptet, man sei Jude, weswegen er sich die SS-Tätowierung abmachen lässt und die KZ-Nummer eintätowieren lässt. Sich gut auskennt mit jüdischer Mythologie und Nationalgeschichte, großer Schwarzhemd, also sozusagen den Rückenwind des Philosemitismus in Berlin wahrnimmt und schließlich nach Israel geht, dort Friseur wird und, wenn man es jetzt verkürzt sagen würde, in der Rhetorik des Nationalsozialismus in seinem Friseursalon zionistische Kampfreden gegen Wehrkraftzersetzung für den Endsieg hält. Ja, das ist nicht eben wenig und es ist mit einer literarischen Qualität und politischen Umsicht gemacht, was ich denke, ja, das kann man nicht als Sachbuch machen. Das kann man nicht als Sachbuch machen. Diese Art, zum Beispiel wieder, wenn ich nachher noch Zeit habe, ein kleines Stück, wie er die Stimmung des Philosemitismus in Deutschland schildert, aus der Sicht eines SS-Mann, der behauptet, er sei Jude und deswegen alle vor ihm buckeln, das verschlägt dermaßen den Atem, dass man sagt, das kann nur Literatur, und zwar Beste. Vielleicht zwei Sachen, die vielleicht nicht ganz so großartig, aber sehr lesenswert sind. Es ist Walter Mehring, hat sich sehr bemüht, über Nationalsozialismus satirisch zu schreiben. Müller Chronik einer deutschen Sippe haben wir mal aufgeführt. Es war gut und es war nicht ganz so gut wie Hilsenrath.
Und natürlich diese unheimlich kraftvolle theatralische Arbeit vom Tabori, Weißmann und Rotgesicht haben wir aufgeführt, diese absurde jüdisch-indianische Streit nach einem Autounfall in der Wüste, Nebraska oder so, streiten möglicherweise verdurstend ein Indianer und ein Jude darum, wer den besseren Opferstatus hat. Das ist sehr existenzialistisch aufgebaut. Drittletzter Punkt. Literarische Thematisierung der unberührbaren Deutschen, der Stunde Null, der Sehnsucht nach Schlussstrich und der zynischen Frage, war was? Ist das, was wir gemacht haben und was eine große Empfehlung wäre, Gerd Hofmann, unsere Eroberung. Unsere Eroberung heißt unsere Eroberung, weil dieser Roman spielt in den Tagen, in denen die Alliierten die Amerikaner eine Kleinstadt in Deutschland besetzen oder, ich glaube, seit Weizsäcker sagt man, befreiten. Was ein Irrsinnsterminus ist, kein Schwein wollte das und nachher war es Befreiung. Ich glaube, ich bin. Ich spiele in den Tagen oder am Tag des Einmarsch amerikanischer Truppen mit Kinderaugen. Und die Kinder sprechen noch ganz im Denken und sprechen noch ganz im Nazi-Jargon. Es ist also unsere Eroberung. Eine wunderbare literarische Idee. Und versucht zu fassen, wie keiner wissen will, was mit den Zwangsarbeitern geschehen ist, ob sie ermordet sind, ob sie umgekommen sind, dass alle ab der ersten Stunde nach dem Einmarsch dieser Amerikaner damit beschäftigt sind, ihre praktischen Alltäglichkeiten zu erledigen. Einverständnis mit Volksgemeinschaft, Außenseiter bestrafen, all das geht weiter. Und das so komprimiert zu fassen in praktisch eine Geschichte über 2 Tage, wo schon alles, was wir später aus den Sachbüchern wie Padova oder sowas gelesen haben, literarisch gefasst ist. Großartig. Das letzte kleine Kapitel ist Unmöglichkeit jüdischen Lebens nach 45. Große Erinnerung bei mir. Natürlich Peter Weiß, Inferno. Diese unmögliche Existenzbedingung eines oder aller überlebenden Rückkehrer in Deutschland, diese Zumutung, die ihm von der deutschen Kleinstadt angetragen wird. Man muss auch mal vergessen können. Oder verdrängen können. Oder stell uns wenigstens den Persilschein aus. Sag wenigstens in deiner Ansprache, auch wir sind geläutert. Wer das tut, darf sich ins Goldene Buch eintragen, kriegt einen Lehrstuhl, Orden. Wer sich dem verweigert, ist von erneuter Verfolgung bedroht. Dieses zynische Spiel der Deutschen mit dem Schuldgefühl, die ja bekanntlich Gefühle Überlebender sind, mit dieser suggestiven Frage, hast du denn wirklich alles richtig gemacht? Gab es nicht auch eine Freundin, die du im Stich gelassen hast, als du dich ins Ausland abgesetzt hast? Musst du nicht auch mal überprüfen, ob du da nicht zu sehr an dich gedacht hast? Also diese eigentlich immer wieder durchschwingende Frage, war dein richtiger Platz nicht der im Gasofen? Hast du dich nicht vor irgendwas gedrückt? Die ja auch biografisch Peter Weiß begegnet ist. Beim Ausflug mit den 47ern in die USA. Ist dein Überleben nicht Beweis, dass du versagt hast? Hier großartig literarisch aufgearbeitet. Und auf gleicher Höhe Jean-Marie Le Feu oder Der Abbruch.
Das ist eine besondere Geschichte. Jean Améry ist schon 62 Jahre alt, als er sich erstmals wieder als Literat versucht. Bis dahin ist er der scharfsinnige Essayist, der genaueste Beschreiber von Folter, der sachbuchgenaueste und Sachbuch hier wirklich in Kunst übergehende Beschreiber der Unmöglichkeit, als Jude in diesem mal antimalphilosemitischen Deutschland zu leben. Und schreibt er diesen Roman Le Feu. Und diesen Roman ist viel beeindruckend. Es geht um einen Maler, der in so einer Bruchbude, Ruine lebt und der bestürmt wird einerseits von Galeristen, wir können dich groß rausbringen. Sie fordern eigentlich gar nicht besonders, dass er gefälliger malen soll, sondern das Zerstörtsein, das durch sein Erlebnis im Nationalsozialismus stattgefunden hat, nehmen sie durchaus als Qualität seiner Malerei. Das ist übrigens eine Fußnote gegen das, was uns immer, wenn wir sowas machen, bewusst sein müssen. Gute Literatur und gutes Theater zum Thema Holocaust oder Nationalsozialismus zu machen, steht unverhinderbar in der Gefahr, dass der Betrachter, und ich sage der Betrachter und schließe mich nicht aus, sich auch Genuss verschafft über die Beobachtung des gut beschriebenen Leidens. Unverhinderbar und trotzdem machen wir es. Ich wollte sagen, dieser Maler, der hat, kriegt keine Bindung mehr zu den Versprechungen des Wirtschaftswunders. Viele andere Sachen sind da. Aber eines der unverständlichsten Sachen für den modernen Menschen in diesem Roman ist, die wollen ihm Geld bieten und eine ganz gute Sozialwohnung. Und er will im Dreck leben bleiben. Er kann die Verlockung nicht mehr als etwas Attraktives, kann das Wirtschaftswunder nicht mehr als etwas Attraktives empfinden. Und dazu habe ich dann noch so eine Sache zurechtgelegt. Ich glaube, dies Lesen heißt, den im Überschwang sich häufig befindenden, bei sogenannten Antideutschen anzutreffenden Bekenntniszwang. Ich bin für Glamour. Luxus für alle ist oft so töricht. Es ist nicht töricht gegen das Postulat der Askese in der Linken. Aber es ist so töricht gegenüber denjenigen, die überhaupt jede Affinität zu groß rauskommen, zu sauber, zu keimfrei, zu gekachelt, zu glänzend verloren haben. Jedenfalls auf diesem Gebiet ist da Jean Améry etwas gelungen, was mir das Verständnis besser als jedes Sachbuch ermöglicht hat, darüber zu reflektieren, dass es Menschen gibt, die wirklich so Schweres erlebt haben, dass sie dem Rhythmus Entschädigung durch Konsum nichts mehr abgewinnen können. Und damit habe ich eine sehr unzureichende Zusammenfassung dieses Romans getan. Gut, ansonsten handelt noch viel, was wir gemacht haben, davon, dass Antisemitismus ein unausrottbares Phänomen ist. Natürlich schwärme ich von der großen theatralischen Arbeit Thomas Bernhard Heldenplatz. Das geht einem durch Mark und Bein, wenn es sich nichts geändert hat in Österreich. Oder wir haben vor nicht allzu langer Zeit Der Kick aufgeführt, ein Dokumentarstück, dass die Ermordung eines etwas abweichenden jungen Mannes durch drei Nazis in so einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern dokumentarisch aufarbeitet. Und das ist so kunstvoll dokumentarisch gemacht, dass das eigentlich eines der besten Beispiele ist, zu sagen, nun mach mal die Mauer zwischen Sachbuch
Querstrich-Dokumentarspiel und autonomer oder engagierter Kunst, die in ihrem Formgesetz über den Anspruch des Autors hinaus wächst, aufmacht, macht die Mauer mal nicht zu hoch. Ich glaube, es gibt Dokumentararbeiten, die so antidokumentarisch sind, dass sie allen ästhetischen Kriterien genügen. Natürlich fällt einem da sofort Claude Lanzmann an. Eine dokumentarische Arbeit von Claude Lanzmann anzusehen, ist mehr ein Theaterstück besuchen, als ein Sachbuch in Filmform anzugucken, ist meine Behauptung. Zum Abschluss, damit das alles auch Zweck haben soll, muss ich euch jetzt nun sagen, was wir in diesem Jahr noch vorhaben. Damit ihr auch jetzt alle kommt, wo das so bedeutend hier alles begründet ist, warum es sein muss. Also wir machen 3 Tage im April, vom 26. bis 28. April, Sherryman jagt Mr. White. Das hat mir den Atem geraubt, und zwar zu einem Zeitpunkt, als es die NSU noch nicht gab in unserem Bewusstsein. Das ist ein Roman von dem großartigen Schriftsteller Jakob Ayuni, den viele von euch bestimmt eher als populären Krimi-Autor, der hat so eine Frankfurter Marlow-Privatdetektivfigur konzipiert. Er schreibt aber auch Bücher, die wesentlich hochwertiger sind als seine Krimis. Und dieser Cherryman jagt Mr. White hat folgenden Plot. Ein junger Mann, der auch ein bisschen unpraktisch ist und in der Welt seiner Comiczeichnerei lebt, wird alltäglich von den Dorfnazis, die die physische Hoheit haben, 60, 70 Kilometer außerhalb von Berlin, drangsaliert. Also mal ist seine Katze tot und mal tun sie ihm körperlich ein bisschen was an oder mal muss er ihnen Kasten Bier ausgeben. Plötzlich sind diese Nazis freundlich zu ihm und sagen sogar, sie könnten seinen Traum verwirklichen. Eine Lehrstelle als Gärtner in Berlin. Berlin ist für ihn das Wort, aus der dörflichen Enge rauszukommen. Er wundert sich. Wird auch jemand vorgestellt, der stellt ihm ein paar komische Fragen zum Thema, bist du auch stolz, ein Deutscher zu sein und sowas. Er denkt hauptsächlich kriegt diese Lehre und kommt aus dem Dorf raus nach Berlin und kriegt eine Lehrstelle als Gärtner und wird eigentlich um eine Kleinigkeit zusätzlich gebeten. Er gärtnert in so einem öffentlichen Park, unter anderem neben einem jüdischen Kindergarten. Auf den soll er ein Auge haben, was sich da so tut, wer da ein- und ausgeht, wie die Polizei das bewacht. Übrigens, ohne dass es das gab, die Menschen, die ihn dazu zwingen und bedrohen und so, was heißt ein Heimatschutz? Das ist schon sehr hellsichtig vor, NSU so zu schreiben. Und er entschuldigt sich damit, dies weiterzumachen, indem er denkt, die haben eine Flugblattaktion vor. Eine Flugblattaktion zum Thema, unsere armen deutschen Kinder haben schlechte Kindergärten und jeder Jüdische hat Geld genug und es ist Oberschicht und denen wird es ja in den Arsch gesteckt und so. Die kriegen ihn immer mehr in die Hand. Die wissen, wo seine Freundin wohnt. Wenn er mal was nicht abliefert zum Bericht, ist mal wieder die Katze tot von ihm. Sowas. Es wird bedrohlich und er begreift, es geht nicht um Flugblätter. Er soll in absehbarer Zeit eine Bombe in diesem Kindergarten deponieren. Nur wie es ausgeht, das verrate ich euch nicht. Ihr sollt ja ins Theater kommen. Das heißt Cherryman jagt Mr. White und spielt am 26. bis 28. Und dann haben wir noch einen in der Reihe, die ich mit Helga Obens immer machen darf, mit Bücherverbrennung nie wieder. Also im Mai. Für unsere Mai-Sache was sehr Außergewöhnliches vor. Ich glaube, zum allerersten Mal machen wir etwas, was man bezeichnen könnte als Grundstimmung witzig. 3 Schauspieler lesen und wir inszenieren das für die Bühne.
Titus Brille. Von oh, Altaras. Sag mir mal, wie Altaras mit Vornamen heißt. Von Frau Altaras. Adriana. Was? Adriana. Adriana Altaras. Das ist der Vorzeichen, wie ich reden werde, wenn ich 70 bin. Namen vergessen. Das Ding heißt Titus Brille und ist eine großartige Beweisführung zum Thema, selbst wer sich heute nicht bedroht fühlt als Jude in Deutschland, muss an der Tatsache, wie diese Deutschen so drauf sind, mindestens schwer neurotisch werden. Titus ist ein Familienroman. Titus Brille heißt die Geschichte aus dem Grund, ihre Eltern sind Partisanen in Titus Armee gewesen. Dann später nach Deutschland gekommen und der Vater ist ein ziemlich angesehener Chefarzt in, ich glaube, Gießen oder Siegen geworden und die Mutter, sind erst Kommunisten, aber gehen dann auch ein bisschen in die jüdische Gemeinde und so, na wie es so ist, in der Diaspora halt. Und erzählen ihrem Kind, als es klein ist, immer wahnsinnige Heldengeschichten. Eine Geschichte ist, dass die Partisanen die entscheidende Schlacht fast verloren hätten in Jugoslawien, weil Titus Brille kaputt war und er den Lageplan nicht lesen konnte. Und ihr Vater, der Arzt war, war zum Glück sehr fingerfertig und hat diese Brille repariert und so konnte Tito die Schlachtplan lesen und die Partisanen haben gewonnen. Und als sie 16 ist, nimmt sie dann so ein Bildband in der Hand und merkt, dass Tito leider erst ab 1955 Brillenträger war. Es geht also auch sehr viel um Selbstbetrug und Selbststilisierung. Aber es geht, ich bin sehr aufgeregt, dieses Experiments wegen, weil so etwas zu machen wie Nahe Jedenev oder Le Feu oder Mihai Sebastians Tagebücher, das war bisher der Rhythmus dessen, was wir im Mai gemacht haben und auch wieder machen werden. Das hat nichts mit Kurswechsel zu tun. Aber ob diese sehr bekenntnisfröhliche und trotzdem stellenweise plötzlich so bedrückende Sache, das ist eine erfolgreiche Autorin, die Adriana könnt ihr morgen gucken im St. Pauli-Theater, spielt sie mit Gustav Peter an der Treffkorb. Also, die ist nicht jeden Tag schwermütig, dass die immer wieder großartige Brüche in ihrem Buch sind, einfache Kaffeebesuche und sie einfach aus der Rolle nicht rauskommt. Was sagst du jetzt zu Friedmann? Was sagst du jetzt zu Friedmann? Du musst dich ja mal zu Friedmann äußern. Also so ein Tag, ich finde ihn unsympathisch. Und sie versucht einfach zu schildern, dass dieses, ob die Leute es das erste Mal hören oder schon 5 Jahre wissen, auf irgendjemanden, von dem sie wissen, dass der Jude ist, irgendjemand anzuspringen, weil er auch Jude ist, ist so allgegenwärtig in ihrem Leben, dass das sozusagen sehr Neurosen produzieren und was ist. Das machen wir am 21. Mai und weil dann immer noch nicht Sommerpause ist, weil wir uns unaufhörlich mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigen, machen wir kurz vor der Sommerpause aus Anlass deines 200. Geburtstags ein Moses Hess-Abend. Moses Hess ist der große jüdische Wegbegleiter von Karl Marx. Zeitweise beste Freund von Friedrich Engels, dann gibt es wieder einen Brief von Marx an Engels, dass Moses Hess jetzt leider durchgedreht und verrückt geworden ist. Und man könnte sagen, es ist der erste kommunistische Zionist, der rote Rabbi. Und es steht auf dem Kölner Friedhof sein Grabstein und der ist so gemein, dass wir dachten, wir müssen eine 2 Stunden Moses Hess-Abend machen, denn auf diesem Grabstein steht dem Vater der deutschen Sozialdemokratie. Da kann Moses Hess nun wirklich nichts für. Ja, diese 3 Sachen machen wir noch. Ich freue mich, wenn ihr eure Mailadresse da in den Zettel, den ich neben Janis Zettel gelegt habe, eintragt. Dann danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
Sie hörten eine Sendung der Redaktion 17 Grad mit Auszügen aus Zur Kultur des Widerstands, Vergegenwärtigung deutscher Täterschaft und Gedenken von Thomas Ebermann. Der Text wurde vorgetragen im Rahmen der Ringvorlesung Vergegenwärtigung von Erinnerung, Fragen und Antworten zum Gedenken an die Opfer der NS-Herrschaft.